Bei mir ist jetzt Katharina Kiek. Kiek oder Kiek? Kiek. Kiek, siehst du? Katharina Kiek ist jetzt bei mir, von der Firma Sturm und Drang. Katharina, erzähl mir doch ein bisschen was von dir. Was machst du und was macht Sturm und Drang? Ich bin bei Sturm und Drang ein sogenannter Innovation Strategist und mit dem Schwerpunkt auf Foresight. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich um sogenannte Trend Insights, also zu verstehen, was die Bedürfnisse von morgen sind, was Konsumenten sich in der Zukunft wünschen. Das ist eigentlich so der Schwerpunkt, unter anderem bei mir auch. Vor allen Dingen das Finden von neuen Beispielen, Signalen, Trendsignalen und das Sinn daraus machen. Sturm und Drang generell ist eine international agierende Forschungsboutique, so nennen wir es immer. Mhm. Wir beschäftigen uns eigentlich mit konsum- und kulturzentrierter Innovationsforschung und Trendanalyse und versuchen, Marktinnovationen und strategische Ableitungen aus unserer Forschung zu treffen. Das ist eigentlich immer customized, also wir sind jetzt keine klassische Beratung, die ein Buch, eine Systematik entwickelt und die dann über jedes Unternehmen drüber wirft, sondern es ist immer highly customized sozusagen, mit vielen Anglizismen, wie man merkt. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen zu machen, vor allen Dingen auch relevante und kulturelle Innovationen zu fördern. Das ist so ein bisschen der Kern von Sturm und Drang, wie der Name ja wahrscheinlich auch schon sagt. Mhm. Du hast ja vorhin einen Vortrag gehalten über Future Trends, ein weitläufiges Thema. Vielleicht kannst du das für uns nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Worum ging es in deinem Vortrag? Ja, also ich habe natürlich eigentlich den Titel auch sofort geändert. Timo hatte mich da mal eingetragen mit Future Trends, was dich aus meiner Perspektive schon ein bisschen widerspricht im Wording. Ich habe jetzt eigentlich mehr gesprochen über, ich habe es genannt, Big Data Storytelling, wie man in Daten in Zukunft übersetzt, einfach um so ein bisschen sich zu überlegen, wie man eigentlich aus Dateninsights relevante Innovationen entwickeln kann, die Mehrwert bringen für den Nutzer, User, Konsumenten, Menschen, wie auch immer man den nennen will, aber eben auch für den Dienstleister, zu begreifen, dass es eigentlich nicht darum geht, was für eine neue Technologie ich habe, mit der ich irgendwas machen kann. Das ist so, wie in der Vergangenheit oft Firmen Innovation verstanden haben. Ich habe etwas entwickelt, das kann was Tolles, Neues. Und dann nicht verstehen, warum der Kunde es nicht annimmt. Anstatt zu begreifen, dass es eigentlich entscheidender ist, relevante Services, relevante Produkte zu kreieren, die genau den Nutzen und diesen Wunsch des Konsumenten betreffen. Wie gesagt, auch was, womit wir uns beschäftigen, herauszufinden, was denn diese zukünftigen Wünsche und Ansprüche an Firmen sind. Das habe ich versucht, so ein bisschen zu erläutern. Ich finde, das schönste Beispiel ist eigentlich Last.fm. Die haben, wie gesagt, einen sogenannten Data Griot angestellt. Das ist jemand, der nur für Data Storytelling da ist, der aus Daten Geschichten und Konsumentengeschichten machen soll. Und der hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass es innerhalb von einer Woche relativ viele Lieder gibt, die in vielen Playlists hinzugefügt werden, aber auch innerhalb dieser Woche wieder rausgelöscht werden. Und sich dann gefragt, okay, was sagt mir dieses Datenset? Hat sich dann angeguckt, was für Lieder das sind. Das waren primär Pop- und Chart-Songs, also was wie Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears, die es damals noch gab. Und hat sich dann überlegt, was könnte denn das Insight dahinter sein? Und daraufhin haben sie die Guilty Pleasures-Liste entwickelt, weil die meisten Leute wollen diese Songs hören. Sie wollen aber nicht, dass ihre Leute, ihre Freunde, ihre Follower, die Community wissen, dass sie neben den coolen Sachen, die man halt so hört, eben auch das hören. Und daraufhin hat Last.fm auf eine ganz einfache Art und Weise eben diese Guilty Pleasures-List angelegt, in der man diese Songs hören kann und sozusagen in seine Playlist integrieren kann, ohne dass andere sie sehen. Also wirklich ein ganz relevantes Insight kombiniert, also aus den Daten ein Insight gewonnen und eine wirklich Innovation zu schaffen. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel eigentlich. Das erinnert mich so ein bisschen an privates Surfen über den privaten Browser. Ne? Also dass ich einfach sage, okay, ich öffne jetzt meinen privaten Browser, keine Cookies werden gesehen, ich habe keine Lesezeichen drin, ich sehe auch nicht in der History, wo der User war. Das ähnelt dem ja schon ein bisschen. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist eher so eine Sehnsucht nach Rückzug, auch mit sich selber. Also es gibt inzwischen ja auch unheimlich viele Angebote, wo du in ein Hotel fahren kannst und du musst deinen E-Mail-Account abgeben, deine Twitter-Daten, dein Handy, es gibt kein WLAN und all diese Dinge, also so ein bisschen den Rückzug, die Auszeit, so ein digitales Sabbatical, wie man bei uns eigentlich immer so sagt, also dieser Wunsch nach einem nicht beeinflussten System. Mhm. Ich glaube, bei der Guilty Pleasures List geht es eher darum zu verstehen, dass dieses Datenset, oder für mich geht es eigentlich darum zu verstehen, dass solche Datensets eigentlich vor allen Dingen in der Kombination mit diesem zunehmenden Wunsch, auch seine Identität
mit solchen Listen, mit dem, was man Social Media mäßig tut, zu generieren. Und dass es halt einfach echt wichtig ist für die Menschen, ob Leute sehen, dass sie das mögen oder nicht. Und ich glaube, das ist das, was man in Zukunft, wenn man datenbasiert arbeitet, immer mehr leisten muss, aus diesen Daten auch in tatsächliche Insights zu generieren oder eben andersrum zu gucken und zu sagen, wie verändert sich die Welt? Das wäre ja mehr unsere Perspektive, die liegt sozusagen immer vor der Datenanalyse eigentlich, zu sagen, was sind die Veränderungen und welche Frage muss ich den Daten eigentlich stellen? Mhm. Das ist so ein bisschen das, wofür ich immer dann durch die Gegend renne und versuche, das anzupreisen. Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, der User will nicht alles preisgeben, weil ihm vielleicht einiges peinlich ist oder beziehungsweise möchte nicht alles preisgeben, weil er das Gefühl hat, es geht niemandem was an, weil es im letzten Endes ist es ja einsichtbar. Spricht das nicht eigentlich so ein bisschen gegen diese ganze Facebook-Schiene, dass quasi jeder jedem alles mitteilen will und jeder überall gefällt mir klickt und im Grunde genommen ich für jeden Mist sehe, okay, dem gefällt das. Also ich glaube, da gibt es viele Richtungen. Es gibt ja neben Facebook auch inzwischen extrem viele geschlossene Kleinstnetzwerke. Es gibt sehr viele Apps, Beziehungsmanagement-Apps, die sich mit der kleinsten Beziehung, nämlich also außer der Beziehung mit sich selbst, mit der Beziehung mit Partnern beschäftigen und versuchen, das in einem mini-sozialen Netzwerken abzubilden. Es gibt ja inzwischen, wie heißt das noch, das 5% oder 1% Network, wo wirklich auch nur Menschen mit dem gleichen Interesse nur zusammenkommen, digital, um sich in diesem digital geschützten Bereich über eben auf diesem Level zu unterhalten und nicht mit jedem alles zu teilen. Ich glaube, da gibt es immer beide Strömungen sozusagen, die drunterliegende Strömung und die drüberliegende Strömung, auf der einen Seite alles zu teilen, auf der anderen Seite den absoluten Rückzug ins Private zu suchen. Und das tun die Leute im Moment primär eigentlich noch, indem sie digital relativ viel teilen und sich dann analog zurückziehen, eben viel mehr wandern gehen. Da sieht man ja, wie solche Reisekonzepte eben die totalen Rückzug garantieren oder totale Ruhe. Also wie viele Leute gehen dann heute doch ins Kloster oder ziehen sich eben komplett zurück, wie solche Sachen eben an Zuwachs gewinnen. Aber ich glaube, das gibt es inzwischen digital auch immer mehr, dass Menschen sich zurückziehen in Kleinstnetzwerke und Kleinstlösungen oder Ähnliches. Und ich glaube, das werden wir auch noch mehr sehen. Wie bewertest du denn das generell? Man sieht ja immer, jeder User gibt ja irgendwas preis, wenn er sich im Netz bewegt. Im Grunde genommen lebt auch die ganze gesamte Branche hier davon, ne? Die Webanalyse. Das heißt, man möchte mehr über den User erfahren, man möchte mehr Daten generieren. Es werden einfach Kohorten von Daten gesammelt, um sie letztendlich auszuwerten. Wie siehst du da den Trend? Also wird das immer weitergehen? Wird man da vielleicht auch irgendwann mal Stopp sagen? Sagt vielleicht auch der User irgendwann Stopp und dass man da vor einem Problem steht, dass der User quasi alle Möglichkeiten ausnutzen wird, solche Daten preiszugeben? Also auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Bewegungen. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, gerade die nachwachsende Generation ist eigentlich relativ opportunistisch. Die begreifen aber dass inzwischen, dass ihre Daten was wert sind. Da gibt es natürlich entweder die Möglichkeit, denen anzubieten, und zu sagen, okay, du bekommst etwas dafür in monetärer Hinsicht oder du bekommst eine andere Form von Service dafür, gib uns deine Daten und dann können wir dir dabei helfen, auch ja so ein bisschen der Grundtenor meines Vortrages, den Menschen dabei zu helfen, sich selber weiterzuentwickeln und sozusagen seine Daten freiwillig zu geben, damit das irgendwie besser wird. Ich glaube, die nachwachsende Generation sieht es vor allen Dingen so, wenn du ihnen einen wirklichen Nutzen anbietest, dann geben sie dir auch die Daten gerne freiwillig. Da wird ein großes Stück Privatsphäre aufgegeben, anders als in den vorangegangenen Generationen, die da sicherlich auch noch eine andere Historie mit Überwachung einfach haben. Aber die nachwachsende Generation ist da, zumindest bei dem, was wir bisher sehen und rausfinden, eigentlich opportunistisch unterwegs. Gib ihm einen Nutzen und der User gibt dir dann auch seine Daten. Grundbasis ist natürlich, dass man als Unternehmen verstehen muss, dass man dann ein Vertrauenspartner ist und man auch seine Rolle neu definieren und verstehen muss und eben nicht nur ein Sammler sein kann, sondern man dem User das Gefühl geben muss, dass mit den Daten vertrauensvoll umgegangen wird. Ein anderer Bereich, den wir, glaube ich, sehen werden, ist, wenn Daten ein Wirtschaftsgut werden, dann wird es auch mehr Datensponsoring geben. Also einfach zu sagen, ich gebe meine Daten gezielt weg, aber ich gebe sie für etwas Gutes weg, für die Krebsforschung, für vielleicht irgendwas anderes, was digital, man sieht es ja bei Google Flu zum Beispiel, also wie man da sagt, okay, da wurden zwar Daten nicht freiwillig weggegeben, aber es konnten sozusagen Grippewellen vorhergesagt werden oder Krisen oder ähnliche Dinge. Das sind sicherlich Dinge, für die Menschen bereit sind, ihre Daten gerne wegzugeben. In anderen Bereichen, wenn man nur das Gefühl hat, dass es dem Profit eines einzelnen Unternehmens dient, ist da sicherlich die Bereitschaft nicht mehr so groß. Mhm. Menschen erwarten absolute Transparenz inzwischen und Nachvollziehbarkeit und auch simple Erklärung von dem, was ihre Daten eigentlich sind. Weil es für den, ich sage jetzt mal, normalen User, den ich halt auch bin, der von Daten keine Ahnung hat,
alles so ein bisschen so eine Blackbox ist. Man versteht eigentlich nicht, was passiert und welche Daten eigentlich da sind und welche nicht. Und da ist eine große und wachsende Erwartungshaltung an Unternehmen, das zu erklären. Also meinst du, das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist Reziprozität. Gib du mir was, ich gebe dir was und letzten Endes ist dann die Hemmschwelle da. Das ist ja eigentlich immer das Prinzip. Ja, aber generell die Daten preiszugeben, dann damit fällt dann die Hemmschwelle. Über unterschiedliche Mechanismen, ja. Also ich glaube, wenn es entweder ein Nutzen ist oder ein philanthropischer Ansatz, sehr deutlicher Nutzen oder eben auch eine monetäre Incentivierung, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bereiche, wie das laufen könnte. Wie gesagt, wir sind ja, wir sagen jetzt nicht so und so wird es auf jeden Fall passieren, aber das sind sozusagen die Strömungen und Trends, die man erkennen kann in dieser Richtung. Was siehst du denn generell für Trends, was für die Webanalyse jetzt auf uns zukommt? Wir haben ja jetzt auch einzelne Begriffe, die immer wieder über uns schweben. Das ist die Customer Journey, das sind Multi-Devices, das Thema Second Screen. Was sind für dich so Trendthemen, wo du sagst, das ist nicht nur ein Trend, das wird jetzt eine Entwicklung und wie könnte das so in 3-4 Jahren bei uns in der Webanalyse aussehen? Also erstmal muss ich sagen, wir betrachten die natürlich immer aus einer anderen Perspektive. Also Second Screen wäre bei uns eher ein Beispiel für eine Gesamtkonsumentenentwicklung, also so Multi-Device-Geschichten und wie ich mich in der Welt bewege, die eben nicht mehr nur analog oder digital ist, sondern eben digalog oder wie auch immer die Leute das beschreiben oder nennen wollen. Sind da natürlich ganz unterschiedliche Geschichten am Werk. Also ich glaube, so ganz spezifisch für die Webanalyse Trends vorhersagen würde eine Forschung voraussetzen, die ich jetzt nicht gemacht habe. Insofern möchte ich da ungern sagen, in der Webanalyse wird es auf jeden Fall genau so laufen. Also ich könnte das für Branchen sagen, in denen, genau, also wenn ihr mir den Auftrag oder uns den Auftrag gebt, können wir das für euch gerne rausfinden, ohne da Werbung machen zu wollen, aber ja, das ist, also ich könnte es hier für Bereiche, in denen wir es gemacht haben, für Kunden sozusagen, kann man dann sagen, in welche Richtung das geht. Das ist natürlich was man sich genauer angucken müsste. Ich glaube, für mich ein entscheidender Faktor, das gilt aber für viele Branchen, ist zu begreifen, dass es eben nicht darum geht, so Technology-Pull-mäßig zu arbeiten, also nicht einfach zu sagen, oh, es gibt eine total krasse neue Technologie, lass uns das irgendwie machen und keiner weiß eigentlich warum, sondern einfach erstmal zu verstehen, was ist denn der Demand, was möchte ich denn, möchte ich zum Beispiel sowas wie Google Tourbilder, das versteht eigentlich ganz gut, wonach Kunden suchen, also wirklich eine Kausalkette seiner eigenen Geschichte daten- und technologiegestützt entwickeln zu können, also wirklich Texte, Punkte auf der Map, Bilder und Videos zu einem eigenen Narrativ aufbauen zu können und damit auch Identität für mich selber zu schaffen, meine eigene Geschichte, vielleicht auch nur die Geschichte einer Reise, wurde ja eigentlich entwickelt für Kriegsveteranen, vielleicht auch einfach nur die Geschichte der Vergangenheit erzählen zu können. Das kommt halt aus einer Demand-Richtung und hat jemand halt verstanden, das ist ja keine riesige technologische Innovation, dass man da noch ein bisschen Text dran kloppen kann und dann nochmal so, aber zu verstehen, dass es ein Bedürfnis ist, Geschichte zu erzählen und auch digital Geschichten zu kreieren, weil man eben immer weniger analog, manchmal vielleicht auch gerade in der älteren Generation, die Chance hat, Geschichten zu erzählen. Da ist sozusagen verstanden worden, dass es eben auch den Demand aus der Konsumentenseite gibt und ich glaube, das ist das, was jeder, der mit Daten umgeht, verstehen muss, dass das Wichtigste ist, weil es nichts bringt, einfach nur die sexiest Innovation zu haben, die irgendwie gut versteht, sondern darum geht zu verstehen, welche Frage man den Daten stellen muss. Das ist es. Ja, aber so. Du sprichst dann ein bisschen auch davon, den Kunden ins Zentrum zu rücken. Also ja, nicht zu sagen, auf jeden Fall. Okay, ich habe eine Technologie, friss oder stirb, sondern zu sagen, okay, du willst das, welche Technologie nutze ich, um ihm quasi das Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Aber das ist doch eigentlich genau der Sinn von Webanalyse. Wir wollen ja Daten sammeln. Wir wollen das ist ja doch auch gut, wenn verstehen. Ihr soweit seid, dann ja. Ist das also siehst du denn auch den Trend dahin, dass das auch gerade passiert, dass man sagt, okay, man stellt nicht die Technologie ins Zentrum, sondern man stellt den Kunden ins Zentrum? Also ich glaube, der Kunde steht in vielen Bereichen schon sehr deutlich im Zentrum und das muss ja auch mehr werden, weil er es eben auch erwartet. Also man merkt eben ja einfach, dass du eben jemandem nicht einfach nur eine Marke hinwerfen kannst und der kauft es dann einfach weiter, sondern dass es eben darum geht zu verstehen, was der sich in Zukunft wünscht. Gerade im Bereich von Service Design ist das natürlich noch mehr so, dass man einfach verstehen muss, da sind wir so ein bisschen Richtung Customer Journey, ne? An welcher Stelle muss ich jemanden wie abholen, wie will der abgeholt werden, wie muss da mit dem gesprochen werden und das Entscheidende eigentlich, wer möchte ich für jemanden sein? Also ich glaube, auch zu verstehen, bin ich als Marke oder als Anbieter, bin ich der väterliche Freund, bin ich das Idol, zu dem jemand aufblickt, bin ich jemand, der einfach nur dient, also was ist eigentlich, bin ich ein Mentor, bin ich eher eine Lehrerfigur, also es klingt so ein bisschen weit weg, aber wenn man sich mal überlegt, was sozusagen die großen Unternehmen
wie Apple oder vielleicht auch Google für die Menschen bedeuten als Marke und was nicht. Da muss man sich halt überlegen, was will man in Zukunft für jemanden sein, um damit auch den Service, den man anbietet oder das Produkt, das ist ja heute auch nicht mehr eins zu eins voneinander zu trennen, einfach zu erkennen, was der Kunde sich wünscht. Ach, ja, also Nutzer in die Mitte auf jeden Fall. Also du meinst, das Bewusstsein über die eigene Markenposition ist vielleicht teilweise gar nicht vorhanden? Ich glaube, über die Rolle nicht. Also ich glaube, die Leute wissen, wo sie positioniert sind und das ist unsere Nische und das ist unser Angebot und das ist unser Wert und unser Alleinstellungsmerkmal. Aber zu verstehen, welche Rolle man für den Konsumenten einnimmt, ist, glaube ich, etwas, was bei vielen Marken und auch bei vielen Dienstleistern noch, wo noch Verbesserungsbedarf da ist oder Möglichkeit, möchte ich mehr sagen. In welcher Hinsicht? Also siehst du das jetzt eher auf der monetarischen Schiene oder siehst du das eher auf der, ja, ich will es mal sagen, ethischen Schiene, dass man sagt, okay, man muss sich darüber bewusst werden, was erzeugt man beim User für ein Gefühl, welche Rolle trage ich eigentlich in dem ganzen Konsumgeschehen und wo ist meine Verantwortung? Oder siehst du da eher so, wenn ich meine Markenposition klar mache und dem User das klar kommuniziere, dass da auch von einer Monetarisierung her mehr rausspringt? Also wie siehst du das? Das Entscheidende ist, glaube ich, dass man nicht monetarisieren kann, wenn man nicht verstanden hat, dem Kunden relevante Services anzubieten. Mhm. Wenn man relevante Services anbieten und designen will, muss man sich automatisch auch überlegen, aus welcher Position spreche ich denn mit dem Kunden? Mhm. Also bin ich vielleicht jemand, der sagt, ey, ich sage jetzt mal im Vergleich in der Schulklasse der Coole, der einfach was anzieht und alle anderen kaufen es auch. Also bin ich vielleicht einfach der Vorreiter. Das kann natürlich eine. Das habe ich mir gedacht. Ich habe gerade verzweifelt überlegt, aber es würde mir sicherlich was einfallen, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst. Okay. Es gibt da auf jeden Fall, das wäre natürlich eine andere Dienstleistung, die man anbietet. Und das hat da nicht so viel mit Marktpositionierung zu tun, sondern einfach mit Verbindung zwischen dir und deinem Kunden. Und auch da steht der Kunde natürlich wieder relativ stark im Vordergrund. Das kann eine total unterschiedliche Rolle sein. Das heißt nicht immer, dass man sozusagen der Servile ist, der versucht, dem Kunden alles recht zu machen. Darum geht es nicht. Es geht darum zu verstehen, dass man dem Kunden relevante Services anbieten muss. Und das kann einmal etwas eine Rolle beinhalten, die sehr tutorenhaft, mentorhaft vielleicht ist. Das kann aber auch eine ganz andere Rolle sein. Und ich glaube, das ist etwas, also Service Design ist, glaube ich, etwas, was bei uns nicht so sehr bei mir, aber bei einer anderen Kollegin auch primär liegt. Wo glaube ich, viel Potenzial und auch viel Bedarf besteht. Mhm. Service Innovation und so. Also wir machen nochmal einen Umblick, weiter mal ganz kurz unseren Horizont. Digitaltrends. Momentan höre ich überall, Google Glass wird der Bringer. Wir haben mittlerweile, ich brauche unbedingt ein Tablet, mittlerweile hat ja fast jeder ein Tablet, aber wie siehst du so eine Entwicklung wie bei Google Glass? Also im Grunde genommen werden noch mehr Daten anfallen, das heißt letztendlich wird auch der Datenstrom im Internet zunehmen. Bewertest du sowas als positiv oder sagst du, irgendwann ist auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht, dass man wirklich sowas auch mal kritisch beurteilen muss? Also das Entscheidende in unserem Job ist eigentlich, dass wir nicht beurteilen, sondern nur beobachten. Also wenn ich so eine neue Technologie sehe, würde ich erstmal sagen, okay, was verändert die denn eigentlich im Verhalten oder wofür ist das ein Zeichen? Ob das gut oder schlecht ist, kann man immer nicht sagen. Das kann man in die eine oder andere Richtung sehen. Google Glasses wäre für mich eigentlich eher ein Beispiel dafür, also wäre eigentlich ein Beispiel für den übergeordneteren Trend, der eigentlich die stärkere Verknüpfung von Technologie und Körper sieht. Mhm. Also man hat vor Jahren schon komische Beispiele gesehen, wie für einen Club in Barcelona, wo Leute sich dann einen Chip implantieren lassen, damit sie dann immer gleich einscannen und damit auch bezahlen können. Solche bizarren Dinge gibt es schon seit Jahren. Und man sieht ja immer das stärkere Heranwachsen. Man sagt immer, früher saß man so entfernt vorm Computer, dann kommt man irgendwie ran und inzwischen ist es so, dass man fast drin ist. Mhm. Eben über Geschichten auch wie Augmented Reality oder eben sowas wie Google Glasses, wo einfach die Nähe zum Körper immer größer wird und auch die Verschmelzung immer größer wird. Intelligente Kleidung ist dafür natürlich auch ein Beispiel, die irgendwie auf Druck reagiert oder irgendwas misst oder ganz, ganz viele Dinge. Insofern würde ich, wäre das gar nicht so sehr Digitaltrend. Ich weiß auch nicht, ob man digitale Trends bestimmen könnte. Ich glaube, dass man digital und analog nicht mehr trennen kann. Deswegen glaube ich, dass alle gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen automatisch beides ein bisschen betreffen, beziehungsweise auf der anderen Seite die Digitalisierung alle anderen Bereiche verändert. Mhm. Das auf jeden Fall. Welchen Trend siehst du da drin? Für mich klingt das so ein bisschen so, als würde Technologie immer näher am Körper sitzen. Heißt ja dann irgendwie auch, wenn ich mal das ein bisschen philosophisch sehe, wir nehmen die Technologie auch immer mehr an. Das heißt, es wird immer mehr Bestandteil unseres Lebens und auch jetzt auch Teil unseres Körpers. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Richtung, die man beobachten kann, dass es tatsächlich näher an den Körper
herankommt. Also es gibt ja auch so viele neue Materialien, die sich irgendwie ganz anders an den Körper anschmiegen können, wo man eben nicht mehr irgendwie einen Klotz halten muss oder entfernt von irgendetwas sitzt, sondern wie die Uhren bloß dann in, also biegsame Screens. Ich finde, wenn man jetzt schon sieht, was mit den neueren, danke, das wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ich weiß nur, was es kann, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ich wollte mir gerade einen Fernseher kaufen, deswegen habe ich Technologie. Und man das sozusagen biegen kann, kann man sich ja schon vorstellen, wie Technologie sich ganz anders an den Körper schmiegen kann. Das hat natürlich auch alles, was Neues und disruptiv ist, sorgt auf der einen Seite natürlich immer für totale Begeisterung und übermäßigen Hype, wie am Anfang beim 3D-Drucker, so, und auf der anderen Seite extreme Angst. Und ich glaube, das war bei allen Sachen so, das war selbst beim Telefon so, als sozusagen das Telefon eingeführt wurde oder der Telegraph. Also wenn man sich mal alte Innovationen, Technologie-Innovationen anguckt, dann ist es immer ein extremer Hype im Sinne von, was das alles kann, und dann natürlich das absolute Abstoßen. Und irgendwann kommt die Gewöhnung an die neue Technologie. Sicherlich aber auch die Veränderung der Technologie nach den Kundenbedürfnissen. Ja, ich glaube, Technologie wächst auf jeden Fall näher an den Körper ran, und wahrscheinlich wird da für euch auch einiges an neuen Datenbergen und Mengen stattfinden. Die Frage ist auch, wie man in Zukunft aus diesen unfassbaren Datenmengen tatsächlich Sinn macht und wie man es lernt, die richtigen Fragen an die Daten zu stellen. Ich glaube, da gibt es noch viel, was sich noch verwässern wird in der Zukunft. Super. Katharina, ich danke dir für spannende Insights. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön. Und vielleicht sieht man sich im Get Together. Danke. Bitte.